unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen Gottes bitten. Danke, Herr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und wir bitten dich, lass es aufleuchten in unserem Herzen, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, am Anfang muss ich mich für eine Unkorrektheit entschuldigen. Im Kirchenblatt habe ich als Predigtthema geschrieben, Jeremia 28, berufene Propheten und Lügenpropheten. Allerdings war ich erstaunt, dass das Wort Lügenprophet kein einziges Mal in der Bibel vorkommt. Eigentlich schade, dann wäre es nämlich einfach. Wenn Hanania einen Anstecker oder ein Schild um den Hals hätte, Lügenprophet. Und Jeremia von Gott berufener Prophet. Ja, das wäre hilfreich. Gerade heute, bei den vielen sich zum Teil widersprechenden, biblisch begründeten Botschaften, Meinungen und so weiter. Aber so wahr ist es nicht. Auch die Bibel erkennt das an. In unserem Predigtext wird Hanania 6-mal als Prophet bezeichnet, wertfrei. Jeremia dagegen nur 5-mal, wenn ich richtig gezählt habe. Es ist auch nicht ganz klar, ob Hanania und andere falsche Propheten, von denen es damals sehr viele zu geben schien, ob die generell gelogen haben oder ob sie durchaus auch geistliche Menschen mit prophetischer Gabe waren, die aber an einem sehr entscheidenden Punkt geirrt haben. Die da nicht auf Gottes Wort gehört haben und ihr frommes Wunschdenken als Prophetie ausgegeben haben. Also für diese Botschaft nicht von Gott gesandt worden. Kurzum, hier stehen sich beide gegenüber. Wer war nun dieser Prophet Hanania, der hier zum Gegenspieler von Jeremia wird? Er war offenbar sehr populär, hatte ein überzeugendes Auftreten und bediente sich veranschaulichender Medien. Heute würde man ja je nach eigenem theologischen Standort sagen, entweder aber eine Art Oberhofprediger, Bischof, Theologieprofessor, der sehr gut reden könnte, oder aber ein mitreisender Evangelist mit Massenanhängern. Offenbar war es für ihn kein Problem, viele Leute zusammenzubringen. Er hatte eine hohe Autorität und viele Sympathisanten. Er predigte im Tempelgelände. Es waren viele Priester anwesend und das ganze Volk, heißt es wörtlich. Kurzum, eine riesen Zuhörerschaft. Entweder nutzt er eine Großveranstaltung oder er hat zu seiner Rede gezielt eingeladen. Wie auch immer. Jeremia, der auch dabei war, hatte wieder mal keinen ganz angenehmen Job zu feuchten. Er lief nämlich schon seit Monaten mit einem Joch auf dem Nacken herum, als prophetisches Zeichen. In meiner frühen Kindheit in Raschau, und das ist immerhin schon über 55 Jahre her, erinnere ich mich, gab es noch einen alten Bauern, der mit einem Ochsenkarren aufs Feld zog. Die anderen Bauern hatten alle schon Pferde. Und er fuhr bei uns den Pfarrweg hinaus, weil er da ein Stück Feld hatte. Und dieser Ochsenkarren, vielleicht auch weil er weit und breit der einzige war, ist mir sehr eindrücklich geblieben. Und auch das Joch, welches den Ochsen aufgelegt wurde, mit dem sie die Last ziehen konnten und auch diszipliniert wurden. Mir fiel es leider erst am Wochenende ein, ob ich so ein Joch zur Veranschaulichung mitbringen könnte. Aber in den Landwirtschaftsbetrieben, wo ich mal schnell noch gefragt habe, war sowas nicht mehr vorhanden. Ja, so ein Joch musste Jeremia mit sich herumtragen, als Zeichen, dass Gott das Volk Juda, das Südreich von Israel, aber auch die umliegenden Völker unter das Joch des Großkönigs Nebukadnezar von Babylon gegeben hat. Mit diesem Joch lief der Prophet jetzt immer durch die Gegend. Also anschauliche Prophetie war das, aber auch schmerzhaft. Ja, Propheten waren mit Leib und Leben Propheten. Jeremia hatte zum Beispiel auch das Verbot zu heiraten. Und seine Botschaft war halt schrecklich unpopulär und setzte sich ziemlich weltlichen Verdächtigungen aus. Zum Beispiel, dass er Spitzel oder Agent für die Großmacht Babylon war, weil er gar so sehr betonte, dass
die Babylonier Israel einnehmen werden. Aber dieses ständige Joch auf dem Nacken war wohl auch ein Reizsymbol für andere. Außerdem hatte Jeremia seine prophetische Botschaft auch dem König von Juda und den benachbarten Fürstentümern geschickt. Das war also alles auch hochpolitisch. Und nun spricht Hanania vor der großen Menge Jeremia an. So spricht der Herr. Also die ganze prophetische Autorität Gottes nimmt er in Anspruch für sein Reden. Ich habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen. Noch ehe 2 Jahre um sind, wird die Gefangenschaft beendet. Alle Geräte des Tempels kommen zurück. Und auch der rechtmäßige König, der Nachkomme Davids, Jechonja, der bereits bei der ersten Teilwegführung in die Gefangenschaft weggeführt wurde. Ja, diese Botschaft Hananias wurde sicher gern gehört. Die Krise ist bald vorüber. Uns kann es ja gar nicht so hart treffen. Wir sind ja Gottes Volk. Er ist ja für uns da und wird uns bewahren. Der liebe Gott wird es nun schon bewahren, wenn wir in der Kirche auf sein Wort hören und ihn loben. Da werden wir uns nicht gerade mit Corona anstecken. Solche Sätze habe ich im Ohr. Genauso konnte Gottes altes Bundesvolk sich nicht vorstellen, dass Gott sie fallen lässt, dass der Tempel zerstört wird. Nein, nein, in 2 Jahren maximal ist alles wieder gut. Der populäre, gottesfürchtige, vollmächtige Prophet Hanania hat es uns ja gerade verkündigt. Ja, hier steht nun prophetische Aussage gegen prophetische Aussage. Geistliches Wort gegen geistliches Wort. Göttliche Aussage gegen göttliche Aussage. So scheint es. Und klare Ansage gegen den Prophet Jeremia. Wie reagiert er? Und Leute, wisst ihr, was mich am meisten beeindruckt? Wie der Prophet Jeremia 2-mal reagiert. Beim 2. Mal noch mehr. Aber schon hier. Normalerweise müsste er seine Position doch scharf verteidigen. Er ist doch schließlich auch Prophet. Er müsste doch jetzt klarstellen, dass er der richtige Prophet ist und seine harte Gerichtsbotschaft wahr ist. Doch nein. Jeremia antwortet Amen. Oder mit hebräischer Betonung Amen. So möge es sein. So soll der Herr es tun. Das wünsche ich mir ja schließlich auch, dass der rechtmäßige Erbe des Thrones Davids zurückkommt und mit ihm alle Weggeführten, dass die Tempelgeräte wieder zurückgebracht werden und so auch der Tempel wieder als Haus Gottes voll funktionsfähig wird, dass dies alles nur eine kurze Krise, eine vorübergehende leichte Erkrankung ist. Ich finde diese Reaktion des Jeremia unwahrscheinlich stark. Er ist nicht auf Konfrontation oder geistliche Besserwisserei aus. Er muss nicht demonstrieren, wer der Größte ist. Er wünscht es sich als gläubiger Israelit ja selber, dass es so kommen möge. Amen, so soll es kommen. Er hat jetzt gerade kein Wort des Herrn und will deshalb auch nichts anderes entgegenstellen. Aber eins verkneift er sich doch nicht zu sagen. Die meisten Propheten waren und sind leider Unheilspropheten. Sie haben Schweres, sie haben Gericht zu verkündigen. Im Unterschied zu Wahrsagen wahrscheinlich. Wenn aber ein Prophet doch vom Heil weissagt, dann wird man auch daran die Echtheit erkennen, wenn sich das Wort erfüllt. Hier haben wir schon ein Kriterium für wahre Prophetie. Man wird sie als von Gott kommend erkennen, wenn sich die Prophetie wirklich erfüllt. Das ist das Gute, aber zugleich auch die Schwierigkeit. Weil man ja vieles erst im Nachhinein erkennt oder die Erfüllung manchmal erst Jahrhunderte später kommt, zum Beispiel auf Jesus. Am Anfang der Pandemie war manches an Videos und Botschaften im Umlauf auch christlich geprägt, in denen erklärt wurde, dass Corona nur eine leichte Grippe ist. Die ganze Lockdown-Geschichte und Einschränkungen sind nur gesteuert von irgendwelchen Mächten im Hintergrund, die ganz andere Ziele damit verfolgen. Bei aller Zurückhaltung in der Beurteilung, die ich durchaus an den Tag lege, muss ich doch sagen, dass Corona nur eine leichte Grippe ist, war eine falsche Prophetie und kann als solche überlegt werden. Inzwischen sind mir aber als Seelsorger genug schwere Verläufe bekannt, auch von jüngeren Menschen, und ich kenne Menschen, die deutlich jünger sind als ich und an den Beatmungsgeräten mit dem Tode ringen. Deswegen ist das falsche Prophetie.
verbunden mit christlichen Wunschdenken, die Krankheit als solche herunterspielen zu wollen und alle Vorsichtsmaßregeln missachten zu wollen. Jeremia weist auf das Kriterium hin, was erfüllt sich nicht. Das ist auch für uns heute wichtig zu beachten. Doch der Prophet Hanania, der scheint sich seiner Sache sicher zu sein. Immerhin sind ja 2 Jahre ein durchaus bald überprüfbarer Abschnitt. Aber er ist eben auch ein Zeitgeistprophet. Es gab nämlich gerade politische Anzeichen, die Hoffnung eine schnelle Überwindung der Unterdrückungszeit gaben. Die kleinen Länder versuchten gerade mit dem Reich Juda zusammen eine Allianz gegen das übermächtige Babylon zu schmieden, vielleicht sogar Ägypten mit ins Boot zu nehmen. Und auf diese Hoffnung springt der Prophet Hanania auf. Aber er verwechselt wohl sein Wunschdenken mit Gottes Wort. Und er wird noch konkreter in der Konfrontation mit Jeremia. Er nimmt das Joch vom Nacken des Propheten und zerbricht es. Da muss er ja ganz schöne Kraft haben, also stark war er auch noch. Eine wirklich eindrückliche prophetische Handlung. Heute würde man sagen, super Power-Präsentation oder ein echter beeindruckender Sketch als Predigteinstieg. Das bleibt hängen, sowas. Er zerbricht dieses Joch und sagt, so spricht der Herr, ebenso will ich zerbrechen das Joch des Königs Nebukadnezar. Ehe 2 Jahre um sind, will ich das Joch vom Nacken der Völker nehmen. Und jetzt kommt der Satz, der mich in dem ganzen Kapitel am meisten beeindruckt. Dieser Satz lautet, und der Prophet Jeremia ging seines Weges. Punkt. Er verteidigt sich nicht, er brüllt nicht im Namen Gottes zurück, er fordert den Hanania auch nicht auf, die Unkosten für das zerbrochene Joch zu ersetzen. Er geht seines Weges. Auch wenn Hanania sehr angriffslustig und provozierend war. Eigentlich ist dessen Botschaft sehr hoffnungsvoll. Und warum, dachte vielleicht auch der Jeremia, warum soll ich da wieder der Spielverderber sein? Jeremia ging seines Weges. Er nutzt nicht die Gunst der Stunde, die vielen Leute, um seine Position zu rechtfertigen. Es ist auch keine Feigheit, dass er sich etwa dem anderen unterlegen fühlt. Nein, Jeremia hat an anderer Stelle oft genug mutig und entschlossen auch den Regierenden Gottes Botschaft ins Gesicht geschleudert. Nein, er hat schlicht und einfach kein Wort vom Herrn. Und da muss er dann auch nicht irgendwas rumsülzen, leere Worte machen, einen neuen Status bei WhatsApp erstellen oder sonst was. Er kann schweigen und auf die Botschaft Gottes warten. Er muss jetzt niemand irgendwas beweisen. Und das finde ich schon stark. Irgendwann im April, während des ersten Lockdowns, hatte ich einen Mailwechsel mit Schwester Miriam, der Leiterin des Gästehauses in Selbitz. Und da schrieb sie mir, so sinngemäß, ich bin sehr gespannt, was wir im Nachhinein erkennen werden, was uns Gott durch diese Krise sagen will. Dieser Satz hat mich nicht mehr losgelassen. In dieser Zeit gab es schon alle möglichen lautstarken christlichen und weltlichen Meinungsäußerungen und Deutungshoheiten zu dieser Pandemie. Visionen, Prophetie, Predigten, Verschwörungstheorien. Und da diese demütige Aussage einer wirklich geistlichen Frau, ich bin gespannt, was Gott uns damit sagen will, was uns im Rückblick klar werden wird. Und da sollen und dürfen wir sehr gespannt sein, aber wir sollten nicht zu vorschnell sein, da kann es nämlich passieren, dass unsere Weissagungen von der Realität widerlegt werden. So geschah es jedenfalls dem Hanania. Schon öfter habe ich auch gehört, ich hätte mir gewünscht, dass diese oder jede geistliche Autorität, Bischöfe oder andere, auch mal ein geistliches Wort zur Lage äußern, sonst sagen sie dann auch zu allem ihre Meinung. Ja, stimmt. Aber vielleicht geht es ihnen auch so wie dem Propheten Jeremia. Sie haben gerade kein Wort vom Herrn. Und da ist es dann auch mal besser, nichts zu sagen und seiner Wege zu gehen. Ja, und dann geschah aber das Wort des Herrn nun doch zum Propheten Jeremia. Und das ist eindeutig, unpopulär und nachprüfbar. Leider steht nicht im Text, wie lange die Pause war. Ob Jeremia 3 Stunden, 10 Tage oder ein anderthalbes Jahr auf dieses Wort Gottes warten musste. Aber die Botschaft ist eindeutig. Du, Hanania, hast das hölzerne Joch zerbrochen. Aber genau dadurch hast du ein eisernes Joch auf die Menschen gelegt. Es wird noch schlimmer kommen, als es jetzt schon ist. Das eiserne Joch macht deutlich, dass eine
in einer zweiten Strafaktion Jerusalem und der Tempel völlig zerstört werden, weitere große Teile der Bevölkerung in die Gefangenschaft verschleppt werden, die Selbstständigkeit des Staates Israel auf Jahrhunderte beendet wird. Es kam also noch schlimmer. Und dem Prophet Hanania wurde gesagt, dass er wegen seiner Irreführung des Volkes noch dieses Jahr sterben würde, auch das geschah so. Auch dadurch zeigte sich, dass Jeremia nun kein bequemer Prophet war, aber ein berufener Prophet. Es trat ein, was er prophezeite. Wichtig ist noch, Jeremia hat nicht nur Gottes Wort als Prophetie verkündigt, er hat auch ganz konkrete Handlungsanweisungen für die Praxis gegeben. So folgt nämlich im nächsten, dem 29. Kapitel, sein Brief an die bereits Weggeführten in Babel. Da schreibt er nochmal konkret, dass die Gefangenschaft 70 Jahre dauern wird. Macht euch keine falschen Hoffnungen, aber bringt euch in dem heidnischen Land mit seiner heidnischen, gottlosen Regierung ein. Suche der Stadt Bestes, betet für sie zum Herrn. Sorgt dafür, dass es den Menschen dort gut geht, dann geht es auch euch gut. Glaubt nicht den Propheten, die sehr eindrücklich, vielleicht sogar sehr charismatisch auftreten und von ihren tollen Träumen berichten. Nein, es wird lange dauern in Babylon. Bringt euch wohlwollend und fürbittend ein. Und das ist für mich wieder eine Parallele zu unserer Zeit. Viele Menschen, zum Teil auch Christen, sehen jetzt in der Regierung überwiegend Verbrecher, die uns unsere Freiheitsrechte wegnehmen wollen und die mehr oder weniger als Handlanger irgendeiner geheimen Macht agieren. Da entlädt sich extrem viel Hass und Missbrauch. Das erschüttert mich. Wir müssen sicher nicht alles hinnehmen und dürfen natürlich auch diskutieren und streiten, was angemessen ist und was nicht. Aber ich glaube, Suche der Stadt Bestes heißt nicht, ein generelles Grundmisstrauen gegen die Bösen da oben zu haben, ob Staat, Wirtschaft, Medien oder auch Kirche. Dieses Denken ist zurzeit sehr populär, leider auch in frommen Kreisen. Aber ich meine nicht, dass es bibelgemäß ist. Jeremia und die anderen Propheten wussten schon, dass die Herrschenden, auch die heidnischen Herrscher der Großmächte, Handlanger oder Werkzeuge waren. Aber nicht geheimer dunkler Mächte, sondern Werkzeuge des allmächtigen Gottes. Ob sie es wussten oder nicht, so wird ja oft auch der Großkönig von Babylon und Persien als Werkzeug Gottes bezeichnet. Zusammengefasst, was ist wahre Prophetie im Gegensatz zu falscher? Das biblische Merkmal ist ganz klar, wenn die Voraussagen eintreffen. Wie gesagt, das Problem nur, dass es oft erst im Nachhinein erkennbar ist und deshalb die Beurteilung nicht immer einfach ist. Für uns ist heute noch ganz wichtig, Prophetie muss sich prüfen lassen an der Heiligen Schrift. Das lutherische Sola Scriptura, allein die Schrift, kann auch durch Propheten nicht ausgehebelt werden. Manche sogenannte Prophetie ist Produkt der eigenen Seele oder populäres Wunschdenken. Der Prophet Jeremia sagt dazu, ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Mir ist noch eins wichtig, auch ein berufener Prophet hat es nicht an allen vier Zipfeln. Gerade Jeremia ist wohl der Prophet der Bibel, der am meisten von Selbstzweifeln geplagt wurde, weil er so unter seiner unpopulären Botschaft litt, die er zu verkündigen hatte. Er war so sehr angefochten, dass er sogar den Tag seiner Geburt verfluchte, weil er nicht mehr Prophet sein wollte. Und Johannes der Täufer, von dem wir im Evangelium hörten, der letzte Prophet vor Jesus, hat einerseits den Messias angekündigt und Jesus als diesen erkannt, und doch hat er ihn aus dem Gefängnis fragen lassen, bist du der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Aber die Wahrheit, die zeigt sich letztlich an der Wirkung. Jeremias Worte sind Bestandteil der Bibel geworden, er war einer der größten Schriftpropheten. Obwohl vielleicht zu Lebzeiten Hanania viel populärer und geachteter war. Im Nachhinein zeigt sich, welches Werk Bestand hat, welche Prophetien wirklich von Gott sind. Der Prophet Jeremia wird auch als ein Wegbereiter des Kommens Jesu bezeichnet. Er war so eine Art prophetische Abbildung Jesu. In seiner Auseinandersetzung mit den sogenannten Frommen seiner Zeit, aber auch den politisch Verantwortlichen, mit seiner prophetischen Botschaft und besonders mit seinem Leidensweg, der auf dem Leidensweg Jesu parallel gestellt wird.
Letztlich kann ich auch von der Kanzel keine eindeutige Antwort geben. Wer sind heute Lügenpropheten und wer sind die Berufenen? Auch für uns gilt der Maßstab, wahre Prophetie zeigt sich darin, dass sie eintrifft. Und es wird aber auch ins Herzen klar werden und aufleuchten, dass es Gottes Botschaft ist. Und es gilt auch in unserer Zeit, die biblischen Zeichen sehr genau zu beachten und zu prüfen, ohne gleich einen exakten Endzeitfahrplan aufstellen zu wollen. Gott will uns vorbereiten und das geht mitunter auch durch Leiden. Wir sind auf unserem Teil des Globus und in der jetzigen bisherigen Zeit extrem lange verschont geblieben. Wir brauchen uns eigentlich nicht zu beschweren. Aber es ist wichtig, nach vorn zu blicken zu unserem kommenden Herrn. Wir dürfen Wegbereiter sein, auch durch Dunkelheiten hindurch. Und dazu gehört auch die Dunkelheit des Nicht-Genau-Wissens. Das Adventslied, das wir heute gegen Ende singen, macht Mut. Die Nacht ist da, aber sie ist im Schwinden. Auch wer geweint hat, darf froh mit einstimmen. Das Licht Jesu bescheint auch deine Angst und dein Leid. Und auch wer schuldig ist, wird gerettet, wenn er dem Kinde glaubt. Diese Botschaft galt vor 2000 Jahren und gilt auch heute. Auch in solchen Ausgangsbeschränkungen, Ängsten und wirtschaftlichen Folgen. Wer dem Kind glaubt, wird errettet. Diesen Blick nach vorn wünsche ich jedem von uns. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unser Verstand, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.